Hallo und herzlich willkommen zum neuen Gespräch. Heute mit Svetlana und Anna. Hallo ihr beiden. Hallo und guten Morgen aus Russland. Hallo. Ihr habt eine sehr spannende Lebensgeschichte und auch Lebensweise. Anna, du bist 15 Jahre alt und warst nur ganz wenige Jahre davon in der Schule. Stimmt das? Ja. Und Svetlana, du bist alleinerziehende Mama und hattest den Mut damals mit einer so jungen Tochter auf eine Reise loszuziehen und auch das junge Kind aus der Schule zu nehmen, was ja auch unglaublich mutig war damals. Und ihr seid einfach nicht nur gereist, sondern ihr habt auch wunderbare Filme gedreht über euer Abenteuer, über die Reisen, über das Vertrauen in das Leben, über den Mut, einfach Dinge in die Hand zu nehmen und was aktuell ja zu dieser Zeit auch besonders wichtig ist für die Menschen. Ich habe die Filme auch selber jetzt kürzlich gesehen und war sehr berührt von ihnen und ich hoffe, dass die Menschen jetzt nach dem heutigen Gespräch auch Lust bekommen und die Inspiration bekommen, eure Filme sich ebenso anzuschauen, weil die wirklich so toll sind und die Menschen wirklich auf jeden Fall weiterbringen werden. Danke. Okay, wollen wir loslegen mit einem Gespräch über euch. Svetlana, vielleicht beginne du zuerst. Wie hat euer Abenteuerweg begonnen? Was war euer Ausgangspunkt damals? Wann kam der Zeitpunkt, wo du sagtest, okay, jetzt muss ich los? Wir haben in Berlin gelebt und das war eigentlich alles ganz schön und normal. So, wir waren in Frohnau im Norden von Berlin, wir haben eine schöne Wohnung gehabt, Anna hat eine Schule besucht, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das ist nicht alles. Das Leben kann noch mehr bieten. Und ich habe schon immer diesen Gedanken von einer Weltreise mit meiner Tochter im Kopf gehabt und ich habe nur gewartet, bis sie dann groß genug ist, um auch Spaß daran zu haben. Und dann war sie 8 und eigentlich groß genug, aber dann hat mir dieser Mut gefehlt, diese Entscheidung zu treffen. Und dann kam irgendwie alles zusammen. Da kamen ganz viele Probleme in meinem beruflichen Leben, finanziell. Dann war auch Krise in Russland. Und dadurch, dass ich für ein russisches Unternehmen gearbeitet habe, habe ich in Rubel Geld bekommen und in Euro ausgegeben. Dann war auf einmal mein Gehalt nur noch die Hälfte. Und dann war ich auch nicht so glücklich mit dem, wie sich meine Tochter in der Schule entwickelt. Und privat ging nichts. Und alles irgendwie, alles ist so ein bisschen zusammengebrochen. Und das war der perfekte Ausgangspunkt. Da habe ich mich gefragt, ja, hier hält mich nichts mehr auf. Es kann nur besser werden. Und wann, wenn nicht jetzt? Das war absolut beste beste Situation oder der beste Ausgangspunkt, um ein neues Leben zu starten. Und ich habe gedacht, jetzt mache ich das. Und es ist nur schwer, eine Entscheidung zu treffen. In diesem Prozess, während man überlegt und ja oder nein, da verliert man sehr viel Energie. Aber wenn man diese Entscheidung schon getroffen hat, dann ist alles leicht. Dann habe ich das Gefühl auch, dass das Universum mir auch geholfen hat. Alles ging wie am Schnürchen und ich habe mich so gut gefühlt und ich habe so viel Energie gehabt nach dieser Entscheidung, sodass mir klar war, das ist richtig. So fühlt sich eine richtige Entscheidung an. War da trotzdem etwas Angst damit verbunden, wirklich mit so einem, mit einem 8-jährigen Mädchen, ihr seid ja auch beides Mädchen, ja, beides Frauen und Mädchen, auf eine so große Reise zu gehen und auch in Länder, die, ja, manche würden sagen, vielleicht nicht so sicher sind. Ja. Angst ist natürlich und Angst ist gesund. Und das ist absolut normal, Angst zu haben. Schwer zu glauben, aber ich habe immer noch ab und zu Angst. Wir gehen in ein neues Land und dann habe ich auch so dieses, das ist keine Angst, aber diese Aufregung ist auch da, es könnte was passieren. Ich glaube, das ist gesund, das ist normal und man kann damit gut leben, man darf nur nicht diese innere, unruhige, ängstliche Stimme für sich entscheiden lassen. Ich glaube, ich habe keine Leute getroffen, die gar keine Angst haben. Aber
Angst zu haben, aber trotzdem diesen Schritt zu tun, das ist vielleicht gerade Mut. Genau, die Angst zu überwinden. Und der eine Schritt war ja eben auf eine Reise zu gehen, der andere Schritt war, Anna aus der Schule zu nehmen. Wie hat sich das angefühlt? Hattest du keine Angst, oder Angst hattest du sicherlich auch, aber wie hast du diese Angst überwunden, dass Anna ohne Schule trotzdem was wird im Leben? Ja? Wie habe ich diese Angst überwunden? Irgendwie habe ich keine große Angst gehabt. Nachdem diese Entscheidung getroffen war, war für mich alles klar. Wir gehen auf Reise und Anna geht nicht in die Schule. Das hat sich so richtig angefühlt. Ich habe da keine große Angst gehabt. Und was kann schon passieren? Ja gut, dann ist ja ein Jahr ohne Schule. Das ist auch nicht das Ende des Lebens. Man kann immer wieder zurück in eine Schule. Das ist jetzt... das mit der Schule hat mich am wenigsten... das hat mir am wenigsten Sorgen gemacht. Und Anna, kannst du dich noch erinnern, damals, als ihr das erste Mal losgezogen seid, war das eher ein Gefühl für dich, oh, jetzt fahren wir in Urlaub? Oder war das eher, wow, jetzt geht ein Abenteuer los, jetzt mache ich etwas, was andere nicht machen können? Nämlich andere bleiben hier in der Schule und ich gehe raus und fahre weg. Wahrscheinlich eher das zweite Abenteuer. Und ich durfte ja auch noch niemandem davon erzählen, ja, also... Ich war so immer gespannt. Ja, also alle gehen in die Sommerferien, aber wir fahren dann los auf eine Reise. Das wird so aufregend und niemand weiß was davon. Ja. Aber ich dachte nicht, dass es zu so einem großen Projekt halt für mehrere Jahre kommt. Ah, ich kann mich jetzt erinnern, im Vorgespräch hast du gesagt, ihr seid losgezogen in der dritten Klasse, in der vierten Klasse. Als du hast sie aus der dritten... Ich bin in die vierte umgegangen. In die vierte war ich auf Reisen. In der vierten warst du auf Reisen, aber war zwischendurch wieder zurück. Nein, die vierte, die sind wir ganz durchgereist. Ich bin wieder zur fünften zurückgekommen. Und dann die sechste sind wir wieder losgezogen und seitdem nie wieder zurückgekommen. Okay, und jetzt die Frage, als ihr wieder zurück seid, was hat das eine Jahr euch gezeigt? Oder was hat dir, Svetlana, das als Mama gezeigt, eben als deine Anna wieder in das normale System gegangen ist, welche Entwicklung hast du beobachtet oder war deine Anna nicht mehr auf dem Stand mit anderen Kindern, also hatte sie Schwierigkeiten, sich wieder zu integrieren oder wie war das so ein bisschen? Das war damals eine kleine Sorge, dass wenn sie das jetzt mit der Klasse, mit der fünften nicht mitkommt, dass sie dann zurückgestuft wird, aber es ist genau anders geworden. Sie hat sich verbessert. Das heißt, ein Jahr ohne Schule und sie hat sich verbessert. In allen Fächern war sie besser. Davor war sie so durchschnittlich. Und dann, ja, nach einem Jahr ohne Schule ist unglaublich. Ich konnte das nicht fassen. Und in dem Moment war meine Petit oder wie sagt man das auf Deutsch, vor der Schule, sie war weg, weil wie ist das möglich? Mein Kind war in der Schule und sie ist so aufgeblüht, ohne Schule. Und ihre Motivation war so hoch, aber dann, Schritt für Schritt, ist sie dann wieder zu einer Durchschnittsschülerin geworden. Keine Motivation, will das nicht, kein Fach macht Spaß und so. Dann habe ich gemerkt, dass alles, was wir in diesem einen Jahr in unserem freien Leben sozusagen erarbeitet haben, das hat sie unterwegs in diesem Schuljahr in der Schule alles verloren. Oder wie hast du das empfunden? Erzähl, wie du das empfunden hast. Hast du Sorgen gehabt, dass du jetzt dümmer bist als die anderen? Oder? Nee, ich habe daran eigentlich gar nicht wirklich gedacht, dass ich irgendwie als irgendwas falsch ist. Und dass ich, wahrscheinlich hatte ich wirklich das Gefühl, dass wir so ein Jahr Ferien hatten. Dabei, ich habe schon gelernt, ja, mit deiner Hilfe. Und ich erinnere mich auch gar nicht mehr so wirklich. Ich erinnere mich nur, dass ich zurückgekommen bin und niemand hat gefragt, wo du warst und was du gemacht hast. Also da war ich beleidigt. Und wie fühlst du dich jetzt? Kannst du dir vorstellen, wieder in so ein normales Leben, normales Schulleben zu gehen und normalen Abschluss zu machen und dann irgendwann zu studieren?
Oder wie fühlt sich das gerade an für dich? In einer Schule möchte ich nicht mehr gehen, aber Uni werde ich vielleicht besuchen. Okay. Und wie macht ihr das generell jetzt? Seid ihr jetzt offiziell noch auf Reisen oder habt ihr eine Basis, wo ihr immer wieder zurückkehrt? Wie ist euer Reisestil? Wir sind jetzt Wir sind jetzt schon in unserer Base. das ist jetzt hier unsere Basis sozusagen. Das ist das Elternhaus. Meine Eltern wohnen hier und wir besuchen sie jeden Sommer. Und jetzt durch diese Corona sind wir auch länger als ein paar Monate hier. Also jetzt, ich bin hier schon 4 Monate. Also immer stückweise, aber wir ziehen auch bald weiter. Deine Frage war, ob wir, wie unser Reisestil ist, ob wir, ja, wir sind offiziell, haben wir nirgendwo einen Wohnsitz, wir sind nirgendwo gemeldet. Seit, ich glaube, 5 Jahren. Und in diesen 5 Jahren haben wir nirgends länger als 6 Monate gelebt. Ich glaube, das längste war auf Bali letztes Jahr dieser Corona-Quarantäne. Ansonsten sind das ziehen wir immer von Land zu Land und das ist jetzt unser Leben momentan. Es kann sich ändern, aber momentan ist das so. Und Anna, wie fühlt sich das für dich an, dieses ständig unterwegs sein? Weil ich kenne viele Eltern, die sagen, oh, es ist ganz wichtig für mich, dass meine Kinder eine Heimat haben oder ein Zuhause haben. Was bedeutet Zuhause für dich? Das ist schwierig zu antworten, weil irgendwie, ich habe darüber noch nicht wirklich nachgedacht und ich fühle mich überall halt gut und schön. Ja, und wir haben halt dieses Haus hier in Russland, wo wir halt immer zurückkommen. Aber ansonsten fühle ich mich überall immer gut, überall wie zu Hause. Da, wo unser Bett steht, ist es zu Hause. Das ist irgendwie interessant. Sind wir irgendwo in Indien, dann sage ich, ey, lass uns nach Hause gehen. Aber unser Zuhause ist dann nur ein Zimmer mit einem Bett. Aber das ist dann in dem Moment unser Zuhause. Also das wechselt sich immer. Genau. Super. Und Zuhause kommt mit uns, weißt du? Zuhause ist da, wo es uns gut geht. Zuhause ist jetzt nicht unbedingt ein Raum oder irgendwelche Möbelstücke oder ein Gebäude. Zuhause ist ein Ort, wo wir uns gut fühlen. Eine Frage noch an Anna. Ich weiß, die Frage kommt von vielen und die nervt dich vielleicht auch schon inzwischen. Die Sache mit den Freunden, ja, weil ich möchte auch den Eltern, die vielleicht diesem Gespräch zuhören, auch die Sorge nehmen oder sie vielleicht auch aufklären, wie es ist, wenn du eben keinen festen Ort hast oder kein festes Zuhause hast und auch wahrscheinlich auch keine festen Freunde vielleicht an einem Ort hast. Oder doch? Oder wie machst du das? Also wie wichtig sind Freundschaften für dich und kannst du sie überhaupt pflegen, wie ein ja, normales Schulkind sie pflegen könnte? Ich glaube, ich bin überhaupt nicht so sehr gesprächig und würde jetzt Freundschaften normalerweise so machen. Aber ich habe halt eine Freundin hier in Russland und dann habe ich noch ein paar Online-Freunde. Also ein Mädchen aus Mexiko, noch eins aus Europa, ein Mädchen aus Syrien. Und wir lernen zusammen Sprachen, die sind auch meine Freunde. Also mit denen kann ich mich von überall aus unterhalten. Für viele ist das so unverständlich und so komisch, dass Leute meiden auch diese Fragen. Also, und zu Freundschaften, ich habe auch meine Freunde, ja. Und interessant, dass wenn man sich sehen will, dann sieht man sich. Weil es gibt Freunde, wir haben uns weniger getroffen. Ich habe in Moskau gelebt, wir haben uns weniger getroffen als ich mich jetzt zum Beispiel mit anderen Freunden treffe. Ich habe eine Freundin aus München. Wir sehen uns regulär. Sie besucht uns irgendwo im Ausland. Wir besuchen sie. Man sieht sich. Das ist nicht die Frage der Distanz. Das ist die Frage der Motivation. Wenn man sich sehen will, dann sieht man sich. Wenn man Kontakt haben will, dann pflegt man diesen Kontakt. Und
es spielt überhaupt keine Rolle. Sind wir jetzt in einer Stadt oder in einem Dorf oder sogar in einer Straße? In Berlin habe ich auch nicht allzu oft meine Freunde gesehen. Einige. Also, aber die, die ich sehen wollte, die sehe ich auch heute noch. Und es spielt überhaupt keine Rolle, wo man lebt. Und heute bei diesen technischen Möglichkeiten, wenn man will, man kann guten Kontakt zu allen haben. Aber wenn man nicht will, dann hat man eine gute Ausrede. Ja, du bist ja weit weg, du kommst nicht vorbei. Aber das ist nicht der Grund, warum man, warum diese Freundschaft nicht läuft. Nun seid ihr ja, in eurer Homebasis oder wenn ihr auch auf Reisen seid und ja, Anna, du gehst ja auch eben nicht zur Schule, langweilst du dich den ganzen Tag? So, das ist auch so die Frage, die oft kommt. Aber die Kinder langweilen sich doch, wenn sie nicht zur Schule gehen. Ich glaube, ich habe mich noch nie wirklich gelangweilt. Also ich habe immer was zu tun und immer große To-Do-Listen. Was machst du zum Beispiel, was ist aktuell jetzt so deine Interessen? Kannst du mal kurz erzählen aus deinem Alltag? Ich schreibe gerne, ich lese auch, also ich mag Bücher, ich male, ich lerne Klavier und Geige. Geige habe ich erst vor kurzem angefangen und Klavier gehe ich auch in die Musikschule und lerne es dort. Also in die Musikschule hier in dieser kleinen Stadt. Und machst du was? Erzähl von deiner Schule, was du so lernst. Weil Anna meint, sie lernt nichts, aber ich bin der Meinung, sie lernt ganz viel. Das ist eine optische Täuschung. Wie habt ihr dann weitergemacht? Hast du, Svetlana, dann Homeschooling gemacht? Also im Film zeigst du das, wird ja gezeigt, dass Anna weiterhin so die Schulaufgaben macht oder so eine Art Homeschooling macht mit dir. Macht ihr das immer noch, dieses typische Homeschooling, dass ihr entsprechend eines Schulplanes versucht, Anna auf dem laufenden Stand zu halten? Oder habt ihr das irgendwann aufgegeben? Jetzt ist es anders. Jetzt mache ich meine eigene Schule und meinen eigenen Schulplan ganz alleine. Ja, ich mische mich da nicht ein. Aber davor war es anders in diesem Jahr, wo wir angefangen haben. Erstmal war ich schockiert von ihrem Wissensstand, weil nach 3 Jahren in der Schule konnte sie nicht mal diese, wie heißt diese Tabelle, 1x1? 1x1-Tabelle. Diese 1x1-Tabelle konnte sie nicht, nach 3 Jahren in der Schule. Ich war schockiert, weil in Russland lernt man das in der ersten Klasse und man hat das. Und sie war 3 Jahre in der Schule und hatte Schwierigkeiten, 5x10 zu multiplizieren. Ich kann mich daran erinnern, wir waren in einem Taxi in Malaysia. Der arme Fahrer. Ja, und ich hab immer so zwischendurch versucht, so abzufragen, was sie alles so kann. Und dann habe ich gefragt, was ist 5x10? Da hat sie gesagt, ja, lasst mich jetzt überlegen. Ich bin so ausgeflippt. Der arme Taxifahrer, ich war so verzweifelt und ich war auch schockiert von ihrem Englischstand. Sie konnte überhaupt nichts, nur separate Wörter, die alles aus dem Schulbereich und sie konnte sie auch nicht verbinden zu einem Satz. Und dabei hat sie schon ein Jahr Englisch gemacht, oder zwei sogar, ein Jahr. Nein, ja, ich habe eine Seitenklasse. Und auch unangenehm war für mich zu sehen, dass ihr das Lernen überhaupt keinen Spaß macht, dass alles, es gibt überhaupt keine Motivation und kein Thema und kein Fach macht Spaß. Wie ist das möglich? Und alles ist nur mit Druck möglich. Und alles... Sie hat auch für alles eine Bewertung erwartet und oder einen Lob. Anna hat am Anfang auch darauf bestanden, dass ich ihr eine Note stelle. Ich habe gesagt, die hast du prima gemacht. Also sehr schön hast du diese Aufgabe gemacht. Sie hat darauf bestanden, dass sie eine Note bekommt ins Heft. Das so weit war sie. Lob war nicht genug. Sie hat diese offizielle, sie wollte wissen, wie sie in diesem Ranking steht, mit welcher Note. Und das war ein langer Prozess, wo sie dann nicht mehr Druck meinerseits gebraucht hat, sondern selbst Interesse bekommen hat und hat dann für sich selbst gelernt und nicht für meine Note, nicht für meinen Lob und auch nicht für eine Liste, die wir abhacken. Und ja, jetzt
Jetzt sind wir von diesem Homeschooling zum Freilernen gekommen. Und jetzt hat sie keinen Plan. Sie sucht sich aus die Themen oder die Bereiche oder die Kurse, die sie durchmachen will. Und das macht sie auch. Du kannst doch erzählen, was du für Kurse machst. Das ist, ich glaube, nichts davon ist im Schulprogramm oder nur weniger. Ja, Du ich kannst lerne jetzt erzählen. nicht mehr nach dem Schulprogramm, ich lerne einfach alles, was ich so sehe und interessant finde. Erzähl mal ein paar Kurse auf, die du vor kurzem absolviert hast, die dir Spaß gemacht haben. Ich habe die Geschichte des Kinos gelernt, des Films. Das fand ich sehr interessant und über das ganze Thema habe ich darüber gelernt. Ja, aber wie gesagt, ich lerne nicht allzu viel, deshalb. Was habe ich noch gemacht? Du hast diese Geschichte der Mode, die Geschichte Ja, dann Frankreich. habe ich noch einen Kurs über die Tudors beendet. Der war auch ganz spannend. Mag ich, ja. Und gestern hatte ich auch Geschichte über Elisabeth die Erste. Ja, es ist wirklich erstaunlich zu hören, für welche Themen sich Jugendliche interessieren können, wenn man sie frei lässt. Also welcher Jugendlicher heutzutage würde sich freiwillig für eine Elisabeth I. interessieren. Aber super. Oder sogar Stammbaum, weißt du, Stammbaum von der Nicht von französischen. der Französischen, von der Deutschen. Also das war, was mich gewundert hat, dass die alle Hildegard heißen, also keine weiteren Namen fast. Ja, da hat sie einen Stammbaum gemacht. Wer macht das schon freiwillig? Und irgendwie Geschichte von Eisenbahn. Oder was ist das noch? Jüdische Geschichte. Und Das ist ja, aber wichtig. Was erstaunt dich nee, daran? nein, ich meine jetzt, dass du freiwillig drauf gekommen bist, Geschichte Judentums zu lernen oder Religion. Und dann hast du über Ägypten so viel gelernt und du hast Kalligraphie gemacht und Ja, irgendwelche und Mythologie ist auch sehr spannend. Mythologie und alternative Rechenmethoden wie Trachtenberg, Mathematik, mentale, Abakus und vedische Mathematik habe ich ausprobiert. vedische Mathematik, so interessante Sachen oder Ökologie auf Englisch und jetzt macht sie den Kurs, wie schreibe ich ein Buch? Und dieser Kurs ist auf Spanisch. Also, das heißt, ja, ich könnte das nicht. Es ist schön zu sehen, wie du das alles aufzählst aus einer Erwachsenenperspektive, wie wir selber ja noch so getrimmt sind darauf, ja, dass es irgendwas Erstaunliches ist, dass ein Jugendlicher sich mit so vielen verschiedenen Themen beschäftigt, die eigentlich total langweilig sein sollten, normalerweise durch unsere Perspektive. Aber für Anna ist es, ja, es ist spannend, ich mache das, was mir gefällt und ich mache das, weil ich das lernen will und das kann jeder lernen, ne? Diese Selbstverständlichkeit finde ich in Anna so wunderbar, dass sie eben, ja, okay, dann lerne ich halt über solche Sachen, die total eigentlich ungewöhnlich sind für normale Schulkinder, würde ich sagen. Das ist so komisch, sie meldet sich zu wilden Kursen an und früher habe ich immer diese Benachrichtigung Ja, bekommen, jetzt. das war doof, denn früher hatte ich kein eigenes Konto. Also überall, wo ich mich angemeldet habe, so, da kommt so ein E-Mail. Anna hat sich bei Coursera für diesen Kurs angemeldet und dann bekomme ich schon so ein Klopfen an die Wand. Ja, Was soll das denn? Und hallo, wo hast du dich schon wieder angemeldet? Was sind das für wilde Themen und wilde Kurse? Also, deshalb, so schön, dass ich jetzt mein eigenes Konto habe, kann ich mich überall anmelden ja, und jetzt hat sie eigene E-Mail niemand und ist meldet sich böse. da für irgendwelche Kurse an und ich komme nur ab und zu rüber und mache große Augen und gehe dann, weil wir sind jetzt wirklich so weit, dass ich sie stoppen muss. Unglaublich, ja? Also, mach doch Pause, hör doch auf, wofür brauchst du das? Und das ist noch zu früh. Das bringt mich wieder auf das Thema, wo Anna hier das Konto erwähnt hat und ja, die Finanzierung des Ganzen. Du bist damals ja losgezogen als alleinerziehende Mama und im Film sieht man auch, dass vielleicht euer Budget auch begrenzt war und ihr musstet irgendwie mit einem bestimmten Betrag zurechtkommen. Heute wäre das für viele Eltern auch Ding der Unmöglichkeit. Ja, ich bin vielleicht auch alleinerziehend und ich habe sowieso wenig Mittel und eine Weltreise klingt so teuer, ne? Die ganzen Flugreisen und alles. Wie habt ihr das gemacht? Damals, also
Jetzt bin ich ein Profi, jetzt kann ich ganz genau kalkulieren, wie viel Geld wir für welche Strecke und für welches Land brauchen. Aber damals war das nur Experimentieren und ich habe ehrlich gedacht, das wird teuer. Und am Ende des Monats war ich angenehm überrascht. Nö, also wir haben eigentlich schön gelebt, aber wir haben gar nicht so viel ausgegeben. Und damals habe ich noch online gearbeitet, weiterhin. Aber dann hat man mir gekündigt. Und interessant war meine Reaktion. Ich habe mich so gefreut, dass die mir gekündigt haben, weil dann war auch diese soziale Rolle weg. Und ich habe mich so frei gefühlt. Ich habe alles kalkuliert und habe gedacht, nee, wir kriegen das hin. Ich habe damals von unterwegs auch noch kleine Online-Jobs gemacht, wie Texte übersetzen, dann habe ich Videoschnitt gemacht, so kleine Sachen. Und dadurch, dass wir so sparsam reisen, braucht man gar nicht so viel. Und wir haben schön gelebt, so in einem eigenen Häuschen mit so Küche und Ausblick und einem Mangobaum, was auch sehr wichtig ist. Und ja, jetzt, wir haben, glaube ich, nur einmal in einem, wie heißen die, Hostel übernachtet, ja? Ja, nur einmal, und das war in Moskau, glaube ich. Da wollten wir sozusagen ein Hostel ausprobieren, warum Leute in die Hostel gehen, weil davor waren wir nicht in einem Hostel. Immer ein privates Zimmer mit einem privaten Bad gehabt oder wenn wir für länger irgendwo waren, das war dann ein Apartment oder ein Bungalow, ein Häuschen. Das heißt, wir waren nicht in einem permanenten Sparmodus. Wir haben uns, ich finde, wir reisen sehr komfortabel. Also zu Weihnachten oder zu Neujahr haben wir auch so richtig Festlichkeiten gemacht und schicke Hotels und das kommt ja alles auch in diesen Preis. Also ihr habt einfach ein gesundes Verhältnis, dass man sich immer noch gut fühlt, dass man schon ein bisschen sich auf Abenteuer einlässt, aber zwischendurch immer sich wieder mal erholt, ne, von. Ja, es gibt Momente, da geht es sehr abenteuerlich und dann brauchen wir so ein bisschen Ruhepause, wie in einigen Ländern zum Beispiel, das Myanmar war das. Wir waren 3 Wochen da und das war für mich sehr anstrengend, da zu reisen. Diese permanente Suche nach dem richtigen Essen oder wo man schläft und die Infrastruktur ist so schlecht. Da mussten wir auch Bernhalter fahren und alles, wir waren so in dieser Alltag. Hat mir dann so viel Energie gekostet, dass wir dann, nachdem Myanmar fertig war, das war schön, das war sehr abenteuerlich, aber sehr, ja, ich habe sehr viel Energie da investieren müssen, damit wir da durch dieses Land einigermaßen komfortabel durchkommen. Dass wir uns dann sind wir nach Thailand und da haben wir uns einen schicken Monat gegönnt. Jetzt Ja. nach diesen ganzen Strapazen in Myanmar haben wir gedacht, nee, jetzt brauchen wir Komfort. Wir haben uns ein Häuschen gemietet mit Küche, haben schön und lecker gekocht, das, was wir essen wollten und nicht, was am Straßenrand zu essen gab. Und ausgeschlafen, uns ausgeruht, die ganzen Eindrücke verarbeitet. Und dann, irgendwann hat man diese Energie wieder und schaut einander an. Also wird langweilig, ne? Lass uns weiterziehen und was Neues sehen. Und dann, ja, packen wir unsere Taschen, unsere 2 kleinen Taschen und es geht wieder los. Und dann wieder so eine turbulente Phase und danach brauchen wir immer etwas Zeit, um das zu verarbeiten. Ich fand es im Film sehr schön zu sehen, wie ihr am Anfang dieses Filmes noch recht vorsichtig in diese Länder eingestiegen seid und man sieht euch, wie ihr da so ja, wirklich recht frisch und ein bisschen mehr touristenmäßig hier reingekommen seid und dann im Laufe dieses zweiteiligen Filmes immer mehr verschmolzen seid mit den Ländern und seid wirklich mutig geworden. Du hast Roller fahren gelernt und also diese Entwicklung der Charaktere auch aus der filmischen Sicht betrachtet, das ist wirklich großartig gemacht. Und diese Filme habt ihr beide selbst gemacht. Also du hast sie selbst geschnitten, selbst erstellt. Das ist wirklich bemerkenswert. Mit meiner Hilfe. Ja, da sind Ich habe die Karten gemalt und gefilmt.
Ja, und gesprochen hast du, ja, haben wir zusammen wie und Tänze auf dem Strand getanzt. Ja, das also, ja, diese Filme kann ich wirklich jedem Zuschauer empfehlen und diese Filme verlinken wir euch unter diesem Video in der Beschreibung. Und wirklich ganz große Empfehlung. So, und vielleicht jetzt, und genau, und alle Fragen, die vielleicht jetzt noch kommen von den Zuschauern, werden auf jeden Fall in diesem Film auch beantwortet, wenn ihr seht, wie diese beiden Damen gereist sind und was sie erlebt haben. Svetlana und Anna sprechen einen sehr schönen Sprecher- oder Erzählertext auch auf diesen Filmen, wo sie einfach ihre Gedanken auch darstellen und so, was sie damals gedacht und gefühlt haben. Und ich denke, viele Fragen, die jetzt vielleicht noch aufkommen, werden da auch beantwortet sein von den Zuschauern. So, dann meine letzte obligatorische Frage in jedem Interview. Was würdet ihr wünschen für die Welt, für die Eltern oder für die Menschen, wenn jetzt die gesamte Welt eure Botschaft jetzt hören könnte? Was würdet ihr denen wünschen? So eine Frage. Wahrscheinlich nicht warten. Damit meine ich, das Leben nicht in einem Wartemodus oder in einem Wartezimmer verbringen, weil wir sind ja alle sterblich und man darf die Träume nicht verschieben. Das würde ich sagen. Wenn man einen Traum hat, der seit Jahren irgendwo hier so reinflüstert, dann ist es sehr wichtig, den auch zu realisieren und nicht verschieben auf die bessere Zeit. Es wird womöglich keinen besseren Zeitpunkt geben. Und ich glaube, ja, wenn wir alle unsere Träume verwirklichen würden, dann gäbe es in der Welt weniger Frust, weniger Frustration und weniger unzufriedene Menschen und weniger Aggression. Das denke ich mir, wenn wir alle das machen würden, was uns sehr wichtig ist, dann wären wir auch bessere Menschen und besser zu anderen. Das ist meine Philosophie. Von mir noch so glücklich sein und auch die Kinder fragen, was sie wollen. Und irgendwie vielleicht, wenn jemand Homeschooling, zum Beispiel meine Freundin, sie wollte Homeschooling machen, aber ihre Mutter hat es ihr nicht erlaubt, also sie konnte das nicht probieren. Vielleicht hätte es ihr auch irgendwie geholfen und sie hätte auch irgendwie Spaß am Lernen gefunden. Sehr schön. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Hat mich sehr gefreut. Danke. Dankeschön. Wir bedanken uns auch bei den Zuschauern, die heute eingeschaltet haben. Vergesst nicht, unser Rundbrief zu abonnieren. Und wie gesagt, den Link zum Film von Svetlana und Anna findet ihr unter diesem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auf Sei Mutig TV.